Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von How to Play Elite Dangerous. In diesem Teil geht es um Geschwader und da habe ich mir Hilfe geholt. Commander Rory McNabb ist dabei, Hallo. der ja auch im Spieleport-Blog mitschreibt. Wozu braucht man Geschwader? Zunächst einmal, wir sind im Spiel befreundet, aber innerhalb von Elite hat befreundet sein jetzt nicht wirklich die super großen Vorteile. Man sieht sich zwar, wie hier zum Beispiel unter den Friends. Man sieht dann auch, ob Freunde online sind und wo sie sich gerade im Spiel befinden. Aber das war es dann auch schon. Das normale Handling mit Freunden ist so, als wären es Fremde. Würde ich jetzt auf Rory schießen, hätte das genau die gleichen Konsequenzen wie bei allen anderen auch. Ich würde eine Knolle bekommen oder schlimmstenfalls sogar ein Kopfgeld. All das wird gleich im Geschwader anders sein. Wie macht man ein Geschwader? Das geht ziemlich einfach. Einer muss das Geschwader gründen, der ist dann gewissermaßen der Chef, der aber auch jetzt keine besondere Rolle hat. Man kann die einzelnen Dinge, die wir gleich besprechen werden, problemlos von einem Geschwadermitglied auf das andere übertragen. Aber einer fängt eben an, das mache ich jetzt mal. Ich klicke hier drauf, sage Invite to Wing oder eben ins Geschwader einladen. Und dann bekommt Rory eine Nachricht, die er dann akzeptieren muss. Und sobald er das macht, wird er bei mir oben als Wingmate eingetragen. Insgesamt können maximal 4 Leute einen Wing bilden. Das heißt, ich und noch 3 andere, die dann da oben alle angezeigt würden. Man sieht oben auch die 3 hellblauen Kreise. Das ist dann das Schild von Rory. Und unten drunter diese einzelnen Punkte, die so ein bisschen aussehen wie ein Smiley-Lächeln. Das ist die Hülle von Rory, sodass ich immer im Bilde bin, wie es gerade um ihn bestellt ist. Oder eben die anderen Mitglieder. Ja, welche Vorteile hat es, im Geschwader zu sein? Zum Beispiel kann ich jetzt gefahrlos auf Rory schießen. Das mache ich mal als Beispiel. Ich wähle ihn als Ziel aus. Und es hat keinerlei Konsequenzen. Es gibt jetzt keine Nachricht, dass ein Kopfgeld auf mich ausgestellt wurde oder ich eine Knolle bezahlen muss. Ich bin jetzt auch nicht gesucht, sondern weil wir im Geschwader sind, wird einfach davon ausgegangen, war ein Versehen. Es gibt aber auch noch andere Vorteile, im Geschwader zu fliegen, und die werden wir uns jetzt anschauen. Eine praktische Sache im Geschwader ist das Geschwadersignal oder die Wing Beacon. Was es damit auf sich hat, demonstrieren wir jetzt mal. Dazu fliegt Rory jetzt mal von uns weg, und zwar einfach mal in den Super Cruise und so ein paar Lichtsekunden weg. Man sieht jetzt auch oben in der Anzeige, dass Rory jetzt den Frameshift gestartet hat. Das wird nachher noch wichtig, wenn wir im Wing auch weiter wegfliegen, also zusammen wegfliegen. Jetzt sehe ich erstmal nur, dass er eben gesprungen ist. Ich gehe jetzt auch mal in den Super Cruise, während Rory noch unterwegs ist. So, Rory ist gedroppt und ich sehe ihn zwar noch im Scanner. Ich kann die Sogwolke auswählen, wo er gedroppt ist, aber ich sehe nicht mehr genau, wo er ist. Ich kann ihn jetzt nicht anfliegen. Und das wird gleich mit dem Geschwadersignal behoben. Wenn der Rory das jetzt mal einschaltet, dann habe ich hier bei Kontakten das Wing-Signal Rory McNabb. Das kann ich jetzt auswählen und richtig anfliegen. Das mache ich jetzt mal. Angeflogen wird so ein Wing-Signal wie alle anderen Signale auch. Allerdings kann man dazu nicht den Super Cruise-Assistenten verwenden. Das muss man manuell machen.
So, und da sind wir wieder. Um richtig im Geschwader fliegen zu können, müssen die Flugbahnen in gewisser Weise, ja, miteinander synchronisiert werden. Das geht leider nicht ganz so einfach und bequem. Man muss selber noch einiges tun. Aber wie man das macht, das zeige ich mal. Und zwar gibt es bei dem Wingmate, nur wenn es mehrere wären, könnte ich mir dann einen von denen aussuchen, die Möglichkeit, das Wingman-Navlog oder den Navi-Link auf Deutsch zu aktivieren. Und wenn ich das mache, dann ist meine Navigation mit der Navigation jetzt in dem Fall von Rory verknüpft. Das sieht man oben im Icon. Nämlich jetzt haben wir so ein Rechteck oder ein Quadrat mit zumindest den vier Ecken des Quadrats. Dieses Quadrat zeigt an, dass zum einen so ein Navlink da ist und zum anderen, wenn es so hellblau-weiß ist, dass dieser Navlink aktiv ist. Man muss dazu eine gewisse Entfernung haben, beziehungsweise eine gewisse Nähe. Ich entferne mich mal kurz von Rory, dann sieht man das. Das ist im Normalraum 5 Kilometer. Wenn ich gleich weiter weg bin als 5 Kilometer, dann wird dieses Quadrat rot. So, jetzt 5,2 Kilometer weg. Oben die Ecken sind rot. Das bedeutet, wenn jetzt Rory in den Super Cruise oder richtig einen Sprung ansetzen würde, würde ich nicht mitgezogen. Es muss also dieses Quadrat hellblau oder eben weiß sein, damit das funktioniert. Um das zu demonstrieren, fliegt Rory jetzt mal ein bisschen vor und ich fliege hinter ihm her, wie man das ja normalerweise im Wing dann auch macht. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, in den normalen Super Cruise zu gehen oder wirklich einen Hyperraumsprung einzuleiten. Wir gucken uns zunächst einmal an, wie das ist, wenn man in den normalen Super Cruise geht. Dazu muss ich jetzt eben aufpassen, dass ich nicht weiter als 5 Kilometer von Rory weg bin. Und wenn der gleich in den Super Cruise geht, dann bekommen wir eine Nachricht. Und wenn diese Nachricht kommt, dann starte ich meinen Super Cruise automatisch auch und bin dann im Super Cruise direkt hinter ihm. So, Rory, starte mal. Okay, ich gehe in Super Cruise. Ich mache das sofort auch, damit das einigermaßen synchron abläuft. Und dann sieht man da in Range und ich springe jetzt hinterher. So, und jetzt fliege ich hinter Rory her. Und auch hier ist es jetzt wichtig, dass dieses Quadrat oben nicht rot wird. Da kann man jetzt keine genauen Geschwindigkeiten angeben, weil es keine genauen Entfernungen angeben, weil es von der Geschwindigkeit abhängt. Ich versuche jetzt möglichst in diesem blauen Bereich zu bleiben. Wir sind jetzt 50 Lichtsekunden auseinander. Und das Gleiche gilt jetzt auch, wenn Rory wieder zurück in den Normalraum droppt. Dann springe ich automatisch hinterher. Mach das mal. Okay, Gas auf Null. Dauert einen Moment. Und raus. Er springt aus dem Super Cruise raus, ich springe automatisch hinterher. Der Nachteil ist, dass man dann mitunter etwas weiter weg ist, wie jetzt hier in diesem Fall, 33,6 Kilometer. Da muss ich jetzt eben mit Boosten erstmal wieder hinkommen. Aber wichtig ist, dass man automatisch mit rausdroppt, wenn man nah genug dran ist, also oben dieses Quadrat nicht rot ist. Wir sind jetzt wieder im Super Cruise und eine weitere praktische Sache ist, man kann zum einen oben anhand dieses Icons sehen, ob gerade ein Mitglied des Geschwaders abgefangen wird oder jemand versucht, es abzufangen. Und für den Fall, dass jetzt derjenige, auf den die anderen das Navlog gesetzt haben, abgefangen wird und dann wirklich auch aus dem Super Cruise rausgezogen wird, dann droppen alle anderen automatisch mit. Das macht man typischerweise dann, wenn man jetzt zum Beispiel zwei oder ein großes Frachtschiff hat, so ein Type 9 oder sowas, und hat aber da auf diesen Schiffen kaum Bewaffnung. Und um das dann zu flankieren, fliegen dann noch zwei oder drei Kampfschiffe mit.
und alle legen dann die Navloks auf den Frachter und wenn der da rausgezogen wird, dann droppen die Kampfschiffe automatisch mit und können den Frachter verteidigen. Diese Verschränkung des Springens funktioniert auch über Systemgrenzen hinweg. Und zwar werden wir das jetzt mal demonstrieren. Rory wird sich jetzt ein Ziel aussuchen, ein anderes System, und muss sich ja dann, genauso wie jeder andere auch, mit diesem Ziel entsprechend ausrichten, dass er eben dahin springen kann. Und das macht er jetzt mal. Und wir müssen aufpassen, dass wir ihm an den Fersen bleiben. Okay, ich richte aus. Und ich muss jetzt immer darauf achten, dass die Geschwindigkeit so ist, dass ich nicht an ihm vorbeifliege. Ziel ausgerichtet. Ich darf aber auch nicht zu weit mich entfernen, dass oben das Quadrat wieder rot wird. So sieht es jetzt gut aus. Und jetzt springt Rory mal. Ich aktiviere den Frameshift für den Sprung. Das bekommen wir angezeigt. Und wir müssen jetzt bei einem Systemsprung nichts machen. Wir warten einfach. Und wenn sein Sprung durch ist, bekommen wir automatisch das Ziel angezeigt und unser Frameshift-Antrieb wird aktiviert. Ja. Jetzt lädt er. Wir waren wirklich kurz vor knapp gerade. Wir orientieren uns jetzt auf das System, nicht auf das Sogwolkensignal. Und jetzt springen wir automatisch hinterher. Im Optimalfall wartet derjenige, der vorgesprungen ist, dann an der Stelle erstmal bremst ab, dass die anderen nachkommen können, weil das ja auch eine ziemlich heikle Phase ist. Theoretisch könnte er jetzt ja abgefangen werden, während wir noch unterwegs sind. So, ich habe abgebremst. Ich bin noch im Supercruise, aber Geschwindigkeit auf Standgeschwindigkeit. Aber und so kann man dann Waren problemlos im Geschwader transportieren und sich gegenseitig schützen. Dieses Springen von System zu System geht auch problemlos, wenn man im Normalraum ist. Man kann dann sofort vom Normalraum in ein anderes System springen. Dann funktioniert das genauso. In dem Moment, wo er springt bzw. gesprungen ist, wird mein Frameshift-Antrieb automatisch aktiviert und ich springe hinterher. Nur im Supercruise, wie wir eben gesehen haben, war es ja anders. Da muss man dann selber am besten sofort, nachdem dann der Anführer seinen Frameshift-Antrieb aktiviert hat, hinterher springen bzw. aktivieren. Ein weiterer Vorteil im Geschwader sind die Geschwader-Missionen. Die werden wie immer am schwarzen Brett oder eben am Mission Board angeboten und die erkennt man daran, dass unten links an diesem Icon so ein, ja, nennen wir es mal Kreis mit drei Kreisen ist. Und das sind Wing-Missionen. Solche Wing-Missionen kann man annehmen und sie dann mit seinen Wing-Mitgliedern teilen. Jeder Kommandant kann immer nur gleichzeitig eine Wing-Mission teilen. Ich habe jetzt schon mal eine angenommen, damit die mir nicht durch die Lappen gegangen ist oder nicht durch die Lappen geht. Und das sieht man jetzt wie immer links im Navigationsmenü, bei den Transactions. Hier ist jetzt die Mission. Ich muss 1421 Goldeinheiten organisieren und es ist eben eine Wing-Mission. Ich kann die auch alleine fliegen, nur wenn sich jetzt eben der Preis geteilt wird, rechnet sich das besser. Denn das Tolle bei so einer Wing-Mission ist, die Belohnung wird nicht geteilt, sondern jeder bekommt die volle Belohnung. Wenn ich mir das also jetzt hier mal anschaue, da sehen wir hier, es gibt als Belohnung 34,x Millionen Credits. Und ob da jetzt einer mitfliegt oder ein Wing von vier Leuten diese Mission fliegt, jeder im Wing bekommt diese 34,3 Millionen Credits, wenn eben diese Belohnung gewählt wird. Und gerade bei solchen Missionen, wo man Waren kaufen muss, rechnet sich das natürlich, je mehr Leute fliegen, denn wenn vier Leute beispielsweise fliegen, bezahlt ja jeder nur ein Viertel. Um jetzt so eine Mission zu teilen, hat man in diesem Menü hier unten den Punkt Share oder Teilen
Und wenn ich das jetzt anklicke, dann bekommt jedes Wing-Mitglied in diesem Navigationsmenü eine Meldung und kann dort diese Mission annehmen und mitmachen oder aber eben auch sagen, nein, möchte er nicht. Ich lade jetzt Rory mal ein und dann sieht man gleich, wenn er das bestätigt, bekomme ich eine Meldung. Okay, ich kriege hier die Meldung. Ich bestätige. Hab bestätigt. Ich hoffe, es kommt auch an. Ne, komischerweise nicht. Seltsam. Gucke jetzt nochmal kurz ins Menü. Schau noch mal rein. Komisch. Ach, ich muss in die Transaktionen. Ich hatte Genau. es in der Mail oben. Okay, in den Transaktionen. Also in den Transaktionen Einladung, erforderliche Aktion. Da gucken wir mal. Annehmen, da haben wir es. 1421 Gold. So, da steht jetzt Mission Invite Accepted. Und jetzt teilen wir uns diese Mission und holen jetzt diese Ware an Land. Man kann, wie ich das eben schon geschildert habe, das so machen, dass man eben mit Frachtschiffen und mit Kampfschiffen zusammenfliegt und die Kampfschiffe bewachen dann eben die Frachtschiffe. Oder aber in unserem Fall, wir benutzen jetzt beide eine Python. Das ist so ein mittleres Schiff, das immer noch so wendig ist, dass man bei NPCs problemlos einem Abfangmanöver entgehen kann. Deswegen fliegen wir jetzt auch nicht im wirklichen Geschwader, sondern wir benutzen das Geschwader nur, um diese Mission zu teilen. So, und das werden wir jetzt erstmal machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn man im Geschwader so eine Mission fliegt, dann kann es grundsätzlich sein, dass einer oder vielleicht sogar mehrere im Geschwader aus dem Spiel fliegen. Gerade jetzt nach dem September-Update kommt sowas häufiger vor. Wir hoffen alle, dass die das in den Griff bekommen, aber man weiß es eben nicht. Und in dem Moment, wo das passiert, ist die Person, die aus dem Wing rausgeflogen ist, nicht mehr Bestandteil dieser Mission. Sollte die Person rausgeflogen sein, die die Mission ursprünglich angenommen hat und geteilt hat, dann sind alle anderen aus dieser Mission raus. Das ist aber insofern kein Problem, weil man einfach nachträglich diese Personen wieder hinzuholen kann. Das geht sogar so weit, dass man im Prinzip die gesamte Mission bis kurz vor Ende fliegen kann und dann holt man irgendeinen hinzu, der eigentlich gar nichts gemacht hat und der bekommt dann diese Belohnung auch. Das werde ich gleich auch nochmal mit meinem zweiten Account zeigen. Zunächst einmal aber, ich bin gerade aus dem Spiel geflogen, muss ich wieder das Geschwader zusammenstellen. Ich muss also Rory wieder einladen. Und sobald er die Geschwadereinladung angenommen hat, gehe ich wieder zu den Transaktionen und teile die Mission. So, das nimmt er dann an im Transaktionsmenü. Und jetzt sind wir wieder ganz normal in der Mission drin und jeder kann jetzt seine Fracht, die wir gerade eben schon geholt haben, verkaufen. Beziehungsweise der Mission übergeben. Dazu gehe ich jetzt hier in das Mission Board, ins schwarze Brett. Da ist ja dann die laufende Mission und übertrage einfach meinen Teil jetzt an die Mission, die 280. Das gleiche macht der Rory dann auch. Sag mal, wenn du es gemacht hast. Ja, habe gerade geliefert. Genau, das sehen wir nämlich jetzt hier auch. Jetzt ist es auf 560 hochgesprungen. Wunderbar. Bei dir auch, ne? Jawohl, 560. Und wenn man sich im Transaktionsmenü jetzt den aktuellen Stand ansieht, dann sieht man ganz genau, wer jetzt was zu dieser Mission beigetragen hat. Wie gesagt, es spielt keinerlei Rolle, wer wie viel gemacht hat. Im Prinzip hätte ich oder Rory alles machen können und der andere gar nichts und trotzdem hätten alle die volle Belohnung bekommen. So, wir fliegen dann mal wieder weiter und holen den Rest des Goldes und dann geht's gleich weiter. So, wir sind jetzt durch mit dem Beschaffen des Goldes und ich habe zu Demonstrationszwecken jetzt noch meinen Tutorial-Account mit hinzugeholt. Wir sind also jetzt zu dritt im Geschwader. Wenn wir uns das mal anschauen,
links im Transaktionsmenü, dann sehen wir eben, ich habe meine Ladung noch nicht abgegeben, deswegen stehe ich momentan mit 560 da angeschlagen. Rory hat 710 abgegeben und KelZ1 nix. Das spielt aber auch keine Rolle, er bekommt die Belohnung trotzdem. Wenn ich jetzt das letzte Gold abgebe, so. Dann ist jetzt bei allen die Mission beendet. Und völlig egal, wo jetzt die einzelnen Geschwadermitglieder gerade sind oder waren, sie haben jetzt auch diese Mission erfolgreich abgeschlossen und müssen, um die Belohnung abzuholen, jetzt nur in diese Station, wo eben diese Mission in Auftrag gegeben wurde, hinfliegen. Jetzt kann jeder sein Geld einsammeln. Auch KelZ1, der kein einziges Stück Gold gekauft hat. Das ist deswegen wichtig, denn wenn man jetzt im Geschwader fliegt und wirklich die Aufteilung hat, es gibt ein Frachtschiff, es gibt Kampfschiffe, dann werden naturgemäß die Kampfschiffe so gut wie keine Ladung transportieren und alles bleibt am Frachtschiff hängen. Trotzdem ist es ja nur fair, wenn die Kampfschiffe, die die ganze Verteidigung übernommen haben, trotzdem Geld bekommen. Das ist der Hintergrund. Eine weitere Möglichkeit im Geschwader ist es, zusammen zu kämpfen. Zunächst einmal hat das einen Nachteil, nämlich wenn man jemanden killt, also Kopfgeld bekommt, dann bekommt zwar jeder das auf diese Person ausgesetzte Kopfgeld, aber um im Kampfrang zu steigen, gibt es ja nochmal extra Punkte, die man bekommt, wenn man jemanden umbringt. Und diese Punkte werden dann im Geschwader geteilt. Das heißt, man muss im Geschwader doppelt so viele andere Schiffe killen, um genauso weit zu kommen, als hätte man alleine gespielt. Es gibt aber auch positive Aspekte, nämlich man kann zusammen relativ einfach oder einfacher einen gemeinsamen Gegner finden. Und das können wir jetzt mal demonstrieren, wenn Rory mal hingeht und irgendein Schiff anvisiert. Schauen wir mal. Da hinten ist einer. Ja. Ist egal wer. So, dann haben wir jetzt da oben stehen. Also schon zerstört. Ja, nimm mal irgendeinen, der nicht zerstört wird. So ein Federal irgendwie gedöns oder irgendwie sowas. Oder nimm mal da oben was. Das sieht doch gut aus. Der. Ja, das ist der Richtige. So, Marco Lazzeri. So, jetzt sehe ich das oben an diesem Wing-Icon, dass Rory diese Person ausgewählt hat. Und jetzt kann ich Folgendes machen. Ich kann jetzt Rory als Ziel anvisieren, als mein Wingman, und kann jetzt sagen, fokussiere das Ziel, das er anvisiert hat. Da gibt es eine entsprechende Taste, die muss man sich dann anschauen, wie die belegt ist. Und wenn ich das mache, dann werde ich automatisch jetzt das Ziel von Rory auch anvisieren, nämlich diesen Marco Lazzeri, der da irgendwie deadly ist und wanted. Das ist relativ praktisch. Und wenn jetzt Rory anfängt, den mal anzugreifen, hast du bestimmt vor. Genau. Ja. So, dann wird das Ding violett auf dem Scanner. Ich weiß dann, aha, das ist jemand, der bei einem meiner Geschwadermitglieder als Feind markiert ist. Und dann kann ich natürlich mit drauf schießen. Was ist er denn schon tot? Nee. Leider noch nicht. Ja, das war das How to Play Elite Dangerous zum Thema Geschwader. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und bis zum nächsten Teil. See you in the black. Salut, Commanders. See you in the black. Commander Roy McNabb meldet sich ab. Bis zum nächsten Mal.